den Sie jetzt sehen werden und der nur eine Anregung zu einer vertieften Studie sein kann, ist kein Feature, ist kein Dokumentarbericht im üblichen Sinne. Das ist das wahre Gesicht des Krieges in Vietnam mit dem alten muslimanischen Kampfruf des Dschihad, des heiligen Krieges. Der Bürgerkrieg in Jordanien ist vorübergehend. Angesichts des Bomben- und Granathagels, der an den Vietcong und die noch die armseligste Bevölkerung Lateinamerikas lebt auf Haiti. Wenn eine angereicherte französische Atombombe, eine sogenannte Bombe Doppé, dort explodieren wird. Der Mensch ist von Natur aus böse. Und er bedarf der Gnade oder der Zucht oder wie man es will, um nicht um gut zu werden, um erträglich zu werden. Im Grunde wäre ich am liebsten Entdecker geworden. Und Entdecker kann man heute nicht mehr werden. Alle Teile der Welt sind inzwischen meistens von Touristen überschwemmt. Und das ist vielleicht einer der Gründe, weswegen ich so gerne in Krisengebiete reingehe. Dann gibt es keine Touristen mehr und das Land findet dann auch zu einer gewissen Ursprünglichkeit zurück. Die jungenhafte Neugier ist ihm geblieben, obwohl seine Lebenserfahrung ihresgleichen sucht. Professor Dr. Peter Scholler-Thur, inzwischen 83 Jahre alt, hat mehr gesehen, mehr erlebt als jeder andere Deutsche. Seit über 50 Jahren berichtet er aus den Krisengebieten dieser Welt, kommentiert die Ereignisse, ordnet ein und schreibt meist auch noch Bestseller darüber. Immer mit dem Blick fürs Ganze, häufig mit bemerkenswertem Mut zur Vereinfachung und selten mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung. Sie können nur aus der eigenen Sicht kommentieren. Es geht nicht. Also die berühmte Objektivität ist eine Lüge. Objektivität existiert nicht, genauso wie Wahrheit nicht. Leute, die Wahrheit, ich versuche die Wirklichkeit zu reproduzieren. Die Wahrheit, die liegt bei Gott. Die Versuche, Schlagworte für seine Person zu finden, sind ebenso zahlreich wie vielfältig. Der letzte Welterklärer, der Berufspessimist, der König der Kriegsreporter, die Mutter aller Experten, der Geschichtserzähler oder auch der letzte große Reporter. Peter Scholler-Thur ist eine der ganz wenigen Abenteuerfiguren, die es heute überhaupt noch gibt. Und ich glaube, Peter Scholler-Thur ist ein Mensch, der für sich selbst das Erleben braucht. Und deswegen ist er immer wieder getrieben, irgendwo hinzugehen, wo er noch nicht gewesen ist, weil er wieder etwas erleben will. Wir befinden uns hier im Herzen von Afghanistan auf dem Salang-Pass. So langsam gehen Scholler-Thur allerdings die Reiseziele aus. Aus seiner persönlichen Weltkarte fehlt nur noch Osttimor. Alle anderen Länder des Erdballs hat er schon gesehen. Wenn jemand in der Weltgeschichte unterwegs ist, dann er. 5 bis 6 große Auslandsreisen macht er noch pro Jahr. Pendelt zwischen 4 ständigen Wohnsitzen, kennt Gott und die Welt, tourt mit Vorträgen durch die Lande, ist gern gesehener Talkshow-Gast und hat einen Stammplatz auf den Bestsellerlisten. Man lernt bei ihm, wenn man seine Bücher liest. Man erfährt viele Dinge, die man nicht wusste. Er stellt Zusammenhänge her, er hat überhaupt keine Schwierigkeiten, auch bei seinen Vorträgen, die Erdkrümmung sichtbar zu machen. Also es ist nicht so direkt das Klein-Klein, sondern es sind die großen Zusammenhänge, die er hervorragend schildern kann. Und das fasziniert, ganz einfach. Begann der rote Bürgermeister von Moskau. Jüngere Kollegen müssen sich vorkommen wie beim Hase-und-Igel-Spiel. Wo sie auch hinkommen, Scholler-Thur war schon da. Aber für Rumänien gelten offenbar andere Gesetze. Und nicht nur das. Scholler-Thur ist ein wandelndes Lexikon. Mit Zahlen, Daten und historischen Fakten ist er auf Du und Du. Er hat, so scheint es, die Namen aller jemals Regierenden dieser Welt im Kopf. Und natürlich auch die der Rebellenführer. Unberechenbare Gegenspieler Chombis. Auf der Suche nach dem sagenhaften Kommandeur, einem gewissen Mohand Ul-Haj. Er will sich die Welt deuten. Er deutet sie nach seinem persönlichen Muster. Ist das auch das Muster der Welt? Das weiß ich nicht. Aber was mir doch ein Teil seiner Wahrheit scheint, ist, dass er
eigentlich nicht an die Verbesserungsfähigkeit der Menschen oder der Welt glaubt. Schollatour wird respektiert, geachtet. Aber trotz allen Erfolgs, geliebt wird er nicht. Was auch damit zusammenhängt, dass er nur ungern sein Innerstes nach außen kehrt. George Stroller hat mal gesagt, wenn der Scholl einem die Hand gibt, hat man den Eindruck, er will einen auf Distanz halten. Ja, aber mit George Stroller habe ich das Problem nie gehabt. Ich habe immer gut mit ihm verstanden. Aber ich kann diese Leute nicht ertragen, die dann ihre persönlichsten Lebensgeschichte, auch sagen wir, ihre erotischen Erlebnisse. Ich habe eine ganze Menge erotischer Erlebnisse, aber ich kann nicht darüber reden. Man kann Peter Schollatour mögen oder auch nicht. Ignorieren kann man ihn als außenpolitisch interessierter Zeitgenosse kaum. Es hat heute dem Bundestag vor Vollmer kann seit Längen beschlossen worden. Das hat überhaupt nichts mit dem Sicherheitsrat zu tun, der Beschluss zu dem Krieg. Das liegt nicht nur an seiner Präsenz in den deutschen Medien, sondern an seiner Art. Die intellektuell verbrämte Abwägung, das Entschiedene sowohl als auch oder die Gefühlsduselei sind seine Sache nicht. Also, Entschuldigung. Schollatour sagt, wie es zumindest seiner Meinung nach ist. Ihre Bücher sind ganz hervorragend. Dafür bewundern ihn seine Fans. Davon gibt es vor allem jenseits des Geburtsjahrgangs 1960 eine ganze Menge. Sie machten den bekannten Fernsehjournalisten Schollatour zum erfolgreichen Sachbuchautor. 1,2 Millionen Mal wurden allein die Vietnam-Erzählungen Der Tod im Reisfeld gekauft. Latours drittes Buch und sein erster Bestseller. Seitdem zieht er sich regelmäßig hierher zurück. In sein Haus in den Bergen oberhalb von Nizza. Peter Schollatour verbringt seine Sommer mit Schreiben. In den 80ern hatte er noch einen Zwei-Jahres-Rhythmus. Mittlerweile kommt fast jedes Jahr ein neuer Schollatour heraus. Seltsamerweise würde ich nie als Schriftsteller bezeichnen, obwohl ich der erfolgreichste Sachbuchautor Deutschlands bin. Das nicht etwa seit gestern, sondern seit 25 Jahren. Seine Bücher sind Kopf, vor allem aber Handarbeit. Mit der modernen Technik steht er auf Kriegsfuß. Er kann weder vernünftig Maschine schreiben, noch einen Computer bedienen. Das Manuskript wird er später ins Diktiergerät sprechen. Eine Mitarbeiterin tippt es für ihn ab. Das Schreiben geht ihm erstaunlich flott von der Hand. Muss es ja auch, bei der Schlagzahl. Schließlich arbeitet er auch schon wieder an einem neuen Film. Schreiben eines Buches ist sehr viel mühsamer. Nicht? Man sitzt da allein vor seinem Blatt und man ist auch immer von Selbstzweifeln geplagt. Nicht? Seine Sommerresidenz liegt einige Kilometer außerhalb des Dorfes Tourette-sur-Loup. Hier versorgt sich die Wissensmaschine Schollatour mit Nachschub. Der Gang zum Zeitungshändler gehört zum morgendlichen Ritual. 5 internationale Tageszeitungen legt er jeden Tag zurück. Und das Blatt mit den 4 großen Buchstaben für seine Frau, wie Schollatour betont. Wir glauben es ihm. Erstens, weil Lügen nun wirklich nicht zu ihm passen. Und zweitens, weil seine Leidenschaft für Fakten hinlänglich bekannt ist. In einem Café des Dorfes ist Schollatour zum Frühstück mit seiner Frau Eva verabredet. Sie haben sich, wie könnte es anders sein, auf einer seiner Reisen in Laos kennengelernt und sind seit über 20 Jahren fast unzertrennlich. Wir beide halten es nicht sehr lange aus an einem Ort und wir gehen oft zusammen in die verschiedensten Länder. Außer wenn es wirklich sehr gefährlich ist, dann nimmt er mich nicht mit. Während seine Frau das alltägliche Leben organisiert, beschäftigt sich Schollatour schon wieder mit dem Weltgeschehen. Immer auf dem Laufenden zu sein, ist die vielleicht wichtigste Voraussetzung für seine Arbeit. Bevor ich an ein Thema rangehe, mache ich meine Schularbeiten, lese sehr viel. Ich komme an, das ist immer mal mein Test, ich komme in ein Land, wo ich schon oft das da gewesen war, und habe 3 Tage totaler Verwirrung.
weil alles nicht mit dem übereinstimmt, was ich hier in der Presse gelesen habe und so weiter. Nach 3 Tagen dämmert es dann so allmählich. Und dann gehört natürlich eine gewisse Einsatzbereitschaft dazu. Und ich weiß, die ganzen Kollegen, die da ihre klugen Artikel schreiben, wer von denen geht schon an Ort und Stelle? Er geht immer an Ort und Stelle. Das Abenteuer, der Nervenkitzel ist ihm genauso wichtig wie das, was er daraus macht. Für sein neues Buch war Schollatour in China, im Nahen Osten, in den USA. Und in einigen Tagen wird er auch noch nach Russland fahren. Zwischen den Fronten wird das Buch heißen. Eine Bilanz seines Reporterlebens, aber keine Biografie, darauf legt der 83-Jährige Wert. Für die große Rückschau sei es noch zu früh. Und er noch zu fidel. Ansonsten ist mal wieder ein echter Schollatour zu erwarten. Warum sollte er sein Erfolgsrezept auch ändern? Geschichte, Religion, da muss das Volk auch unterhalten. Ein bisschen Erotik soll auch möglichst reinkommen. Und der Tod. Ja. Hier wird Peter Schollatour 1924 geboren, in einem gutbürgerlichen Viertel von Bochum. Ich bin kein Westfale, das sieht auch nicht so aus wie Westfale, aber ich bin in Bochum zur Welt gekommen und mein Vater hatte sich nach dem Krieg dort niedergelassen als Arzt. Es war eine elsässische Hebamme, meine Mutter stammte aus Straßburg und die hat ja dann auf Elsässisch gesagt, Madame Scholl, es ist schon Bur. Seine Mutter stammt aus dem Elsass, sein Vater aus Lothringen. Berufliche Gründe haben sie ins Ruhrgebiet verschlagen. Die Heimat war doch immer diese elsass-lothringisch-saarländische Ecke. Nicht wahr? Es ging so weit, dass mein Vater mich sogar da unten taufen lassen wollte. Die Grundschule besucht Peter Schollatour noch in Bochum. Doch nach der Machtergreifung der Nazis ziehen es seine Eltern vor, ihn auf ein Schweizer Internat zu schicken. Wenn auch schweren Herzens. Ich weiß, meine Mutter hat mich hin begleitet. Und das war ein strenges Internat. Und als sie dann gesehen hat, dass sie nicht mal Tischtücher hatten, sondern dass sie an diesem riesen Tisch voll Linoleum aßen, hat sie geweint. Es sollen Lektionen fürs Leben werden. Das Jesuitenkolleg Saint-Michel in Fribourg ist streng, maßregelnd und gottesfürchtig. Kurzum, erzkatholisch. Und Peter Schollatour genießt es. Das hat mir im Grunde den Blick geöffnet für den Islam, für den fundamentalistischen Islam, weil ich einen fundamentalistischen Katholizismus kennengelernt habe. Die Kirche hat sich ja doch wahnsinnig aufgeweicht und meiner Ansicht nach in einem bedauerlichen Dinge. Wenn ich bete, bete ich auf Lateinisch und nicht auf Deutsch. Nicht? Das kommt noch aus der Zeit. Und insofern, das hat mich ungeheuer geprägt. Sein Abitur macht der Deutsch-Franzose noch während des Zweiten Weltkrieges auf einem kleinen katholischen Internat in Kassel. Im Januar 1945 will er nur noch eines, rüber nach Frankreich. Doch auf der Flucht wird er von der Gestapo geschnappt und in Graz inhaftiert. Er erkrankt an Flecktyphus, muss dringend in ein Krankenhaus. Es geht um Leben und Tod. Dann kam ich da an und sah auf einmal die Hauben der Nonnen vom Orden Vinzenz von Paul, die großen, schönen Hauben noch. Und dann haben sie gesagt, ich konnte nicht mehr reden, ich kann nicht mehr sehen und so weiter. Ich habe nur noch gelächelt, ich habe die da gesehen, ich war ein glücklicher Mensch. Und dann habe ich wieder, wie auch im Gefängnis, ich habe Heilige erlebt, wirklich in meinem Leben. Und das war auch die Schwester, die sich hat mir jeden Abend ihr Abendessen gegeben, die hat auch nicht viel gehabt, damit ich wieder schneller zu Kräften kam. Schollatour überlebt und meldet sich, dem Krieg soeben entkommen, in Paris freiwillig zu den französischen Fallschirmjägern. Man muss auch ziemlich robust sein, um sowas durchzustehen. Nach dem Flugtus nochmal, da legen sich die Leute alle erstmal drei Monate lang hin und erholen sich nicht. Ich habe mich sofort in die Armee gemeldet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch von der Armee sofort akzeptiert worden. Ich war einer von denen. Ich war der Latour. Nach dem religiösen Drill des Internats bekommt er im Indochina-Krieg auch den militärischen und entdeckt die geografische Liebe seines Lebens. Wenn man jung ist, vor allem, es ist damals war noch in Indochina ein absolut exotisches Land. Es war wirklich noch so, wie man sich Ostasien, es war die Welt von Kipling noch gewesen.
Und dann kommt natürlich zum Abenteuer kommt einmal das erotische Element dazu. Es waren eben wunderschöne Frauen auch dort und so weiter. Also ich habe jeder, der in Vietnam gewesen ist, länger nicht, hat ein erotisches Verhältnis zu dem Land. 2 Jahre dient Schollatour in Indochina, dann kehrt er zurück. An der Pariser Sorbonne studiert er politische Wissenschaften. Und weil sein Wehrsold fast aufgebraucht ist, versucht er sich als Journalist. Obwohl es verboten ist, reist er zu einem Freund in die sowjetische Zone, schreibt darüber und läuft sich die Hacken wund. Niemand will seinen Erstling veröffentlichen. Am Ende habe ich dann mit in meinem letzten Mut zur der Zeitung gegangen, die damals wirklich die große französische Zeitung Le Monde. Und bin da hingekommen, da war ein gewisser L'Orange für Deutschland zuständig. Mais c'est très intéressant, sehr interessant. Mein erster Artikel, den ich hier geschrieben habe, ist auf der ersten Seite von Le Monde erschienen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Schollatour schließt sein Studium ab, promoviert, arbeitet für die Saarbrücker Zeitung und wird 1954 Regierungssprecher des Saarlandes. Allerdings nur für 2 Jahre. Dann treibt es ihn weiter. Er reist durch die Weltgeschichte und landet 1956 in Beirut, damals noch das Paris des Nahen Ostens. Schollatour studiert Hocharabisch an der dortigen Universität, beliefert verschiedene deutsche Zeitungen mit Artikeln und erwirbt sich den Ruf eines Nahostexperten. Aber das war noch nicht mein Durchbruch, nicht wahr? Aber es war eine ungeheure Bereicherung. Ich habe viel von dem Arabischen vergessen, aber einige Koranverse kann ich auch heute noch zitieren. Das kann einem das Leben retten in gewissen Beziehungen. Und vor allem, es hat einem auch den Zugang zur Mentalität des Orients verschafft. Und ich glaube, die habe ich. Ich habe hier zum Beispiel bei den anderen, ob sie Perser, Afghaner oder Türken sind, genieße ich hier in Deutschland eine ungeheure Beliebtheit. Ansehen genießt Schollatour nicht nur bei Muslimen. Anfang September, die Sommertagung Multiple Sklerose in Essen. Zum Abschluss des Kongresses ist Peter Schollatour eingeladen, zur Zukunft Europas zu sprechen. Ganz herzlich, Herr Professor Peter Schollatour, begrüßen. Schollatour liefert seinem Publikum gleich die ganze Welt. Es wird ein rhetorischer Ritt um den Erdball. Für den Geostrategen hängt eben alles mit allem zusammen. Die Feigheit vor dem Freund ist sehr weit verbreitet. Dabei neben all seinen anderen Aktivitäten hält Schollatour rund 40 Vorträge pro Jahr. Zu wechselnden Themen, aber mit ähnlichem Inhalt. Meistens ist der Gastredner selbst das Ereignis, denn seine Popularität reicht weit zurück. Nach 3 Jahren als Afrika-Korrespondent des Hörfunks wird Schollatour 1963 erster Frankreich-Korrespondent des Fernsehens und Leiter des neuen Studios Paris. Ich bin ins kalte Wasser reingesprungen. Eine Journalistenschule oder sowas habe ich nie gekannt. Und das Seltsame ist, ich habe mich natürlich gefragt, also mit einem komischen Kopf und so weiter, kommst du überhaupt bei den Leuten an? Es hat von Anfang an funktioniert. Schollatour hat nicht nur vom Fernsehen keine Ahnung, auch seine politischen Überzeugungen sind den Deutschen etwas unheimlich. Während sie in ergebener Dankbarkeit für das Wirtschaftswunder treu zu den Amerikanern stehen, ist Schollatour erklärtermaßen Anhänger der Außenpolitik Charles de Gaulles. Und man muss es eigentlich nicht erwähnen, er ist bis heute Gaullist geblieben. Das ist jemand, der durchaus im Ernstfall treu zur Atlantischen Allianz hält, wenn es wirklich ernst wird, wie de Gaulle in der Kuba-Krise den Amerikanern totale Solidarität zugesagt, die aber nicht jedes törichte Abenteuer der Amerikaner mitmachen. Während Schollatour, bestens informiert und nüchtern analysierend, das politische Frankreich beleuchtet, steigt einer seiner Mitarbeiter zum populärsten Gesellschaftsreporter seiner Zeit auf. Georg Stefan Troller, inzwischen 85 Jahre alt, machte in den 60er Jahren das Pariser Journal, eine eigene Fernsehsendung, die wie keine zweite das Paris-Bild der Deutschen prägte. Wie sein ehemaliger Chef schreibt auch Troller an einem neuen Buch. Auch er hat keinen Computer. Und trotzdem ist er in fast jeder Beziehung das Gegenstück zu Schollatour. Paris, Journal!
Paris, ce journal. Zweifelnd statt wissend, zögernd statt draufgängerisch, tiefschürfend statt gerade heraus. Scholatour behauptet, Troller hinterfragt. Er ist, glaube ich, entschlossen, alles zu wissen. Alles Politische jedenfalls oder auch Soziopolitische und so weiter, Gesellschaftspolitische, alle diese Dinge will er wissen, das treibt ihn an. Ich kann mich erinnern, dass in seinem Studio eine Weltkarte an der Wand hing, eine riesen Weltkarte, eingezeichnet die Länder, die er schon abgehackt hatte. Und die Sorge, kommt der noch dahin, das war vor allem China damals, wo er noch nicht gewesen war, ja, denn das gab es nicht, ein Land, das er nicht besucht hatte und wo er nicht Bescheid wusste. Und das treibt ihn ja bis heute an. Als Paris-Korrespondent hat Scholatour viele Möglichkeiten, neue Fähnchen in seine Weltkarte zu stecken. Er begleitet de Gaulle auf seinen Staatsbesuchen in alle Welt. In Ägypten interviewt Scholatour Präsident Nasser. Es ist im Ausland behauptet worden, dass Sie unter schwerem Druck des Ostblocks stehen. Ich will Ihnen eines sagen. Wir lassen uns von niemandem unter Druck setzen. Aus dem Südseeparadies Tahiti berichtet Scholatour von den französischen Atombombenversuchen. Er erweist sich als Meister der historischen Parallele. Es ist der Überlieferung zufolge die gleiche Stelle, an der Napoleon Bonaparte zum ersten Mal die goldenen Kuppeln des Kreml erblickte. Und er deutet an, dass aus seiner Sicht den Menschen ihre Geschichte ins Gesicht geschrieben ist. Im bäuerlichen Reigen der Perenica sucht man vergebens nach einem einheitlichen Volkstypus. Jeder Eroberer hat hier seine Spuren hinterlassen. Von den Römern bis zu den Hunnen, von den Bulgaren bis zu den Ottomanen. Immer wieder verschlägt es Scholatour in altbekannte Krisengebiete. In Algerien ist er den Aufständischen auf der Spur. Es vergeht kein Tag, an dem nicht die Partisanen des jungen und erbitterten Ben Bella-Gegners Eid Ahmed eine Straße blockieren, einen Hinterhalt legen oder einen loyalen Regierungsvertreter ermorden. Und im Kongo erlebt er die unheimlichsten Momente seiner Karriere. Wir sind noch einmal lebend und unversehrt herausgekommen aus Albertville. Mitte der 60er Jahre trifft Peter Scholatour seine alte Liebe wieder. Der Vietnamkrieg beginnt. Er wird Scholatour zur Legende machen. 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt wurde diese Woche zum ersten Mal ein amerikanisches Fallschirmbataillon dem angreifenden Vietcong entgegengeworfen. Ich stand auch da wieder in völligem Gegensatz zur vorherrschenden Meinung in Deutschland. Die Deutschen natürlich waren aus ihrer verständlichen Dankbarkeit gegenüber Amerika überzeugt. Auch die Wehrmacht, die ja im Grunde durch die Amerikaner besiegt worden war, die ganzen Offiziere waren überzeugt, Vietnam, das machen die in einem Aufwaschen. Scholatour sieht das nicht so. Seine profunde Kenntnis der Region macht ihn zum Experten. Schließlich hat er selbst hier gedient. Aus dieser Zeit stammt auch sein Wissen um die Tücken des asymmetrischen Krieges, des Guerillakrieges. Die Amerikaner reagieren auf ihre Art. Das Ergebnis dieses schonungslosen Bombenkrieges ist vernichtend. Es ist ein ungleicher Krieg in Südvietnam. Und die Frage stellt sich immer wieder, diese Leichen, deren Kette nicht abreißt, sind sie die Opfer einer bereits verlorenen Sache oder sind sie die unbesiegbaren Märtyrer einer unaufhaltbaren asiatischen Revolution? Das waren schon grauenhafte Bilder, ja. Haben Sie die nie verfolgt, die Bilder? Seltsamerweise nicht, ne. Seltsamerweise nicht. Man kann sagen, ich hätte einen gemütlichen Fleischerhund, aber vielleicht auch, weil ich eine eigenartige Einstellung zum Tode habe, ne? Ein schwer Verwundeter berührt mich mehr als ein Toter. Obwohl Scholatour auf der anderen Seite steht, hegt er Sympathie,
ja heimliche Bewunderung für den Mut und die Leidensfähigkeit der Nordvietnamesen. Angesichts dieses Gegners erscheint uns auf einmal eine gewisse Ohnmacht Amerikas. Ja, man hat den Eindruck, dass man zum ersten Mal die Grenzen der Macht der USA erkennt. Jedes Mal, wenn eine Krisensituation war, dann habe ich neben der Kamera gestanden. Die einzige Verletzung, die ich in meinem Leben gab, war im Mai 68 im Quartier Latin. Da war der Kameramann mit seiner Kamera, Kameraassistent war das noch, Honecke, war zu nah an die rangekommen und die Polizei schoss ihre Stahlmantel-Trenngranaten ab. Und ich habe den da weggezerrt, habe aber in dem Moment nicht die Dinger beobachtet, die runterkamen, habe dann später in den Hintergrund bekommen. Und das war sehr schmerzhaft, wir haben das rausoperieren müssen. Als im Mai 1968 in Paris die Barrikaden brennen, ist Scholl-Latour dabei, auch wenn er nicht dazugehört. Ich traue keinem über 30, ich war damals schon über 40. Also insofern gehörte ich nicht mehr dazu. Ich habe auch viele Leute gekannt, die daran teilgenommen haben. Ich habe es im Grunde als ein lyrisches Ereignis wahrgenommen. Ja, es wurde geprügelt, aber eine Prügelei ist nicht a priori unlyrisch. Ich hatte heute eine völlig falsche Vorstellung von Gewalt. Zu dieser Zeit kommt ein junger Nachwuchsreporter erstmals nach Paris. Vorbild bedeutet ja häufig, dass man jemand nacheifern will. Und das war ja eine Zeit, wo wir sagten, wir brauchen keine Vorbilder. Man hat Leute bewundert vielleicht, aber Vorbilder waren sie deswegen noch nicht. Zum anderen kommt hinzu, er war für uns damals eine Größe, von der wir geglaubt haben, das werden wir nie selber erreichen. Und zwar aus folgendem Grunde. Die radikalen Studenten. Die Karrieren von Wickert und Scholl-Latour kreuzen sich nur für kurze Zeit. Denn auch in Köln haben sich die Fähigkeiten des Pariser Studioleiters herumgesprochen. Die Zuschauer erfahren es sogar live über den Sender. Dies ist Dr. Peter Scholl-Latour. Sie werden ab morgen Fernsehdirektor beim Westdeutschen Rundfunk sein. Knapp zwei Jahre lang ist Peter Scholl-Latour einer der mächtigsten Männer der Kölner Anstalt. Um den Preis, dass der leidenschaftliche Abenteurer fast nur noch trockene Studioluft atmet. Gerhard Conzelmann, Sie kommen gerade aus dem Nahen Osten. Wie stabil? Als Fernsehdirektor muss er seine Reisetätigkeit stark einschränken, kommt nur noch selten vor die Tür. Zu selten für seinen Geschmack. Scholl-Latours Amtszeit war durchaus erfolgreich, auch wenn er die Preise nicht für seine eigenen Filme bekam. Das wertvollste Fernsehspiel des Jahres. Für die Preisträger nahm WDR-Fernsehdirektor Peter Scholl-Latour den Preis entgegen. Ich habe mich amüsiert wie Bolle in der Zeit. Ich feiere auch Karneval, wenn es drauf ankommt. Und dann habe ich gesagt, du musst hier raus. Ich wurde 47 Jahre alt. Ich habe gesagt, wenn du jetzt hier hängen bleibst, bleibst du dein ganzes Leben lang in der Administration hängen. Und das wollte ich nicht. So schnell er gekommen war, so schnell ist der Fernsehdirektor Scholl-Latour auch wieder unterwegs. Eine gewisse Nähe zu Köln hat sich Scholl-Latour allerdings bis heute erhalten. In Rhöndorf besitzt er ein Apartment, ein Überbleibsel aus der Zeit, als die politische Musik noch in Bonn spielte. Scholl-Latour mag die Gegend, nicht nur wegen der Spaziergänge im Schatten des Drachenfels. Ich fühle mich hier heimisch. Ich bin kein Rhöndorfer, aber das ist hier konzentriertes Abendland. Nicht allein der Rhein hier. Ein Franzose hat ihn den Nil des Abendlandes genannt. Der Rhein, die Römer, der Rolandsbogen und nicht zuletzt der prominenteste Rheinländer überhaupt. Konrad Adenauer, nicht wahr, der ungefähr mein Nachbar ist. Ein sehr schönes Haus übrigens, sehr geschmackvoll eingerichtet auch. Und Adenauer ist ja auch begraben hier auf dem Friedhof. Und nicht, weil Adenauer dort liegt, aber weil der Friedhof sehr schön ist, möchte ich auch hier begraben sein. Die Nähe zu den Mächtigen, sagen viele, die ihn gut zu kennen glauben,
war und ist ihm sehr wichtig. Ja, also hier, da möchte ich es auf jeden Fall stehen lassen an dieser Stelle. Es ist Anfang Oktober. Der Autor ist aus Russland zurück und korrigiert die ersten Druckfahnen des neuen Buches. Am anderen Ende der Leitung sitzt seine Mitarbeiterin Cornelia Lacqua in Paris. Stundenlang geht das so. Was Scholatour allein fürs Telefon bezahlt, zahlen andere an Miete. Ja. Also schön färberische Stimmungsmacher und Ignoranz, kann man das sagen. Ich bin jetzt auf 52. Sind wir mit 51 durch, ja? Ende 1971 bekommt Peter Scholatour vom ZDF ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Studioleiter Paris, Sonderkorrespondent, eine eigene Serie und ein großzügiges Gehalt. Mit anderen Worten, er kann tun und lassen, was er will. Und was tut er? Tee trinken. Den allerdings in einem Lager der Vietcong. Peter Scholatour und sein Kamerateam werden 1973 schlagzeilenträchtig gefangen genommen. Wer ihn bislang noch nicht kennt, kennt ihn jetzt. Und böse Kollegen behaupten, dass sich Scholatour gefangen nehmen ließ, worüber er heute noch in Rage gerät. Das ist eine absolute Lüge. Ich habe damals auch das Wissen der Welt publiziert worden. Ich habe damals an Springer persönlich geschrieben. Und daraufhin haben die auch einen rektifizierenden Artikel gebracht. Und ich habe Zeugen dafür. Ich habe das Kamerateam. Tatsache ist, dass das Ganze glimpflich abgeht und am Ende mehr nutzt als schadet. Nun kenne ich die Vietnamesen sehr gut. Ich mag sie auch und weiß, wie man mit ihnen umgeht. Ich habe mir die Hand gegeben, da muss man die Kalaschnikow in die lange Hand nehmen, kann nicht schießen. Und ganz ruhig geblieben. Dann haben sie unser Kameramaterial konfisziert, da war schon bezeichnet, eine Quittung ausgestellt darüber. Wir haben diese Meldungen. Am Ende bringt Scholatour Bilder nach Hause, die kein anderer hat. Und so war am siebten Tag unser letzter Metafilm verdreht. Wir denken heute mit einer gewissen Ergriffenheit an diese Armee zurück, die für uns plötzlich aus dem Dschungel kam. Der Vietnamkrieg geht zu Ende. Doch das Weltgeschehen bleibt Scholatours Komplize. Ende der 70er gerät der Schah von Persien unter Druck und die islamische Revolution in Scholatours Blickfeld. Khomeinis Exil in der Nähe von Paris wird von Journalisten umlagert. Scholatour ist es, der den Ayatollah auf seinem Rückflug in den Iran begleitet. Und nicht nur das. Und dann, wie mir dann eine Klatte überreicht wurde, auf Weisung von Khomeini, Tabatabai hat sie gegeben, Tabatabai hat mir gesagt, wenn wir verhaftet werden, das wussten wir nicht, oder wir erschossen werden, verstecken sie und wenn alles gut geht, geben sie mir zurück. Ich habe stand 2 Millionen Menschen, haben Khomeini zugejubelt, ich habe es zurückgegeben natürlich. 8 Monate später, ich wusste, was es war, es war die Verfassung der Islamischen Republik Iran. Ich bin 2 Stunden lang ihr Wächter gewesen. Die Sowjetunion ist inzwischen in Afghanistan einmarschiert und Peter Scholatour marschiert mit den Mudschahedin über den Hindukusch. Das sind keine Männer mit dem Messer zwischen den Zähnen, sondern die haben eine andere Überzeugung. Ich habe mir die härteste Truppe ausgesucht, die ist Islami, also die in der integristischste, keine Al-Qaida, Feinde von Al-Qaida, nachher auch Feinde der Taliban gewesen später. Der Führer war Essek Matyar, der heute gegen die Amerikaner kämpft. Und ich habe mich bei denen total sicher gefühlt. Halt natürlich, dass er mich ein paar Koransprüche zitieren konnte. Und ich habe einmal das Erlebnis einer ungeheuer beeindruckenden Truppe gehabt. Es könnte wahrscheinlich ewig so weitergehen. Doch das Schicksal hat etwas anderes vor mit Peter Scholatour. Er wird Vorstandsmitglied bei Gruner und Jahr und Chefredakteur des Stern. Dieses Mal hat er den Gegner allerdings unterschätzt. Ich muss ehrlich sagen, die 9 Monate, die ich beim Stern verbracht habe, das war eine Zeit, in der ich, eine der wenigen Zeiten meines Lebens, wo ich gelitten habe. Sein ganzes Leben ist eigentlich gelebte Freiheit. Das ist doch ein Reisejournalist, ein Abenteurer und ein Schriftsteller. Und der teilt sich seine Zeit und seine Themen selber ein und selber zu.
Das weiß Gerd Schulte-Hillen, der damals Vorstandsvorsitzender ist, 1983 aber offenbar noch nicht. Der Entspannung und Abrüstung. Ich war für die Nachrüstung, ich war für die Pershing II, aber dezidiert hatte 300 Mann gegen mich, die dagegen waren. Ich war sehr einsam. Immerhin merkt Schulte-Hillen schnell, dass es so nicht geht. An Schollaturs 60. Geburtstag befreit er ihn aus dem Chefsessel, nach nur 9 Monaten Amtszeit. Das war der schönste Tag meines Lebens. Schollatur, der Vorstandsmitglied des Verlages bleibt, könnte es ruhig angehen lassen. Doch mal verliert man, mal gewinnt man. Er hat längst eine Nebenbeschäftigung. Der Tod im Reisfeld ist ein Bestseller geworden, obwohl Schollatur eigentlich nur seine alten Arbeiten zusammenkopiert hat. Ich mache es heute noch so, dass ich zurückgreife auf Artikel, die ich als ganz junger Mann damals für meinen Bauchladen an Zeitungen geschrieben habe. Inzwischen hat sich natürlich alles verändert, aber zum Beispiel alles mit den Standhaften. Die Reportagen aus Persien von damals, nicht? Das war die Verstaatlichung der Anglo-Iranian Oil Company. Ich habe die nachher übernommen, ohne ein Wort zu ändern. Und wenn ich es heute übernehme, würde ich auch kein Wort ändern. Aus dem Journalisten Peter Schollatur wird der Publizist und Experte. Für seine Reiseerlebnisse hat er jetzt eine Dreifachverwertung. Er schreibt ein Buch darüber, dreht eine Fernsehdokumentation und sitzt als Experte für so ziemlich jedes aktuelle außenpolitische Thema in Talkshows. Peter Schollatur tut das häufig. Ach, die Verlage sind natürlich ungeheuer interessiert, weil sie meinen, es steigert die Auflage. Was manchmal der Fall ist, was manchmal auch nicht der Fall ist. Ein neuer Schollatur ist immer für eine Auflage von 150 bis 200.000 Exemplaren gut. Er ist erfolgreich, gerade weil seine Bücher und Ansichten polarisieren. Man kann Peter Schollatur vieles vorwerfen. Feige ist er nicht. Sie dürfen es alle versuchen. Die Historiker, die Orientalisten, die Feministen, die Literatur und die Fernsehkritiker. Und alle zerschellen am Latourschen Bollwerk aus Wissen, Erfahrung und Konfliktfestigkeit. Man muss sich gewisser Begrenzungen der menschlichen Kenntnis bewusst sein. Es ist Peter Schollatur, der im Jahr des Zweiten Golfkrieges mit 24 Talkshow-Auftritten selbst den seinerzeit unvermeidlichen Guido Westerwelle in den Schatten stellt. Angesichts der Kriegslüsternheit der Amerikaner ist Schollatur einer der wenigen, die wirklich etwas zu sagen haben. Die kommen dann ja erst nach oben. Die deutschen Leute hatten Scheiß in der Hose zu dem Zeitpunkt, um es ganz drastisch auszudrücken. Sie brauchten es nicht. So war ich also der Einzige mit einer total divergierenden Meinung. Nicht aus Anti-Amerikanismus, sondern aus Kenntnis der Verhältnisse. Im Gegenteil, ich hätte den Amerikanern einen schönen Sieg gewünscht, vor allem eine Stabilisierung des Irak gewünscht. Nicht, dass er Pazifist wäre, nur hält Schollatur die Folgen des Irakkrieges für unabsehbar. Für seine prophetische Weitsicht, er wird tatsächlich in allen Punkten recht behalten, erhält Schollatur die Absolution. Selbst wenn er jemals falsch gelegen hätte, es ist vergessen. Der konservative Querdenker, den niemals ein Politiker um Rat gefragt hat, ist endgültig im Experten-Olymp angekommen. Dass auch die militärische Allmacht der USA nicht unbegrenzt ist. Wenn ich heute anfangen würde, Journalisten zu machen, würde die Ideen vertreten, die ich heute vertrete, ich würde doch niemals jemanden finden, der es annimmt. Ich zitiere immer Bernard Shaw, der gesagt hat, nehmt euch vor alten Männern in Acht, die haben nichts zu verlieren. Er hat sich trotz aller Meriten für den Alterszorn und gegen die Altersmilde entschieden. Auch mit 83 Jahren trägt Peter Schollatur noch die Last der ganzen Welt mit sich und mag keine Ruhe geben. Er sagt, wovon er zutiefst überzeugt ist, ob es anderen nun passt oder nicht. Die Demokratie entwickelt sich ja mehr und mehr zur Plutokratie, nicht zur Herrschaft des Geldes. Und die Medien sind auch bei uns beherrscht durch das Geld, durch die Finanzen, nicht? Also die Hedgefonds jetzt. Wir sehen es doch gerade mit Sat.1 und Pro7. Das ist, sag mal, und das färbt sogar ab auf die Öffentlich-Rechtlichen.
Und das ist, ich meine, insofern, wenn also sagen wir, der Putin eingreift in die Medien, ist das verwerfenswert. Aber bei uns findet es doch in der kapitalistischen Form, in ähnlicher Form wieder. Peter Scholler-Thur hasst größere Menschenansammlungen. Trotzdem kommt er manchmal nicht drum herum. Frankfurter Buchmesse. Der Verlag möchte, dass Scholler-Thur sein neues Buch, das 28. bewirbt. Für den Autoren ein notwendiges Übel, aber immerhin ein einträgliches. Also heißt das Öffentlichkeitsarbeit. Hände schütteln, Autogramme schreiben und Pressegespräche. Ganz unumstritten ist Scholler-Thur auch im hohen Alter nicht. Er wird von der Masse seiner Leser getragen, nicht von den Kritikern. Denen ist die Philosophie Scholler-Thurs immer noch zu holzschnittartig, seine Thesen zu provokant. Aber vielleicht ist ja gerade das sein Erfolgsgeheimnis. Peter Scholler-Thur ist deswegen erfolgreich, weil er echt ist und nicht versucht, sich zu verstellen, sondern er sagt, ich bin, wie ich bin, und entweder ihr akzeptiert mich oder ihr akzeptiert mich nicht. Und ich sage, was ich sage, und entweder ihr mögt, was ich sage, oder ihr mögt es nicht. Also er ruht in sich, er kommt aus sich heraus und er zeigt sich denen so, wie er sein möchte, und alles andere ist ihm gleichgültig. So wenig Scheu er vor der Fernsehkamera hat, fotografiert zu werden mag er nicht. Doch auch das gehört nun mal zum Geschäft. Der Fotograf ist vorgewarnt, arbeitet schnell und professionell. Nur beim Denkerfinger an der Wange verweigert das Modell. In seinem Alter verbiegt man sich nicht mehr. Er nimmt keinem die andere Meinung übel, sondern er setzt sich damit auseinander. Und er ist auch heute noch fähig zuzuhören und das eine oder andere in sein ziemlich komplettes Weltbild doch noch einzubauen. Also er ist kein Ideologe, überhaupt nicht. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich muss ehrlich sagen, mir macht mein Beruf Spaß. Nicht? Ich will auch keine Botschaft überbringen mit mir. Ich will immer, was haben Sie mit meinen Büchern bezwecken wollen? Was haben Sie? Gar nichts. Eine Botschaft hat er nicht, aber sehr wohl ein Anliegen. Beim jetzigen Buch, was ich jetzt schreibe, ist im Grunde eine Erwiderung auf die Masse von Desinformation, die nicht nur auf das Publikum, aber auch auf die Journalisten und auf die Politiker eingehen und die dort hängen bleiben, die sich dort festfressen. Ja, Scholl ist ein Phänomen. Ich sah selten einen Menschen mit so viel zielgerichtetem Ehrgeiz. Aber der Ehrgeiz war eben nicht nur, ging nicht nur um seine persönliche Rolle, um seinen Erfolg und sein Einkommen und so, sondern es ging wirklich darum, die Welt, ich will noch nicht sagen, zu begreifen, das wäre vielleicht ein zu philosophischer Ausdruck, zu durchschauen. Ob er die Welt nun begriffen oder nur durchschaut hat, wird sich abschließend nicht klären lassen. Eines aber beeindruckt: Was man mit etwas Abenteuerlust und der Fähigkeit, sie in Worte zu fassen, aus einem einzelnen Leben so alles machen kann. Aber für mich ist der Journalismus ein Mittel zum Zweck, das Leben zu führen, das ich im Grunde schon als Kind gerne gelebt hätte.